Moin Tag, moin ihr Nasen. So, weiter geht's, Cat Lady. Ja, wir stehen jetzt immer noch im Flur von der lieben Dame aus Wohnung 8 im obersten Geschoss. Mitzi will sich als Kindermädchen ausgeben, als Bewerberin dafür. Und ich soll irgendwie für Chaos sorgen. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken, was hier passiert. Ich bin gespannt. Ihr hoffentlich auch. Achso, ich muss auch noch vorlaufen, oder was? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, die hat's ja aber richtig schön, dafür, dass das Haus so ein bisschen abgewrackt ist. Fotos. Hauptsächlich Baby-Fotos. Es gibt auch einige von Pauline und ihrem Ex und sein Gesicht fehlt auf jeden einzelnen. Oha. Ja, dass sie hier jetzt mit rein muss. Baby-Fotos, die hat doch ihr Problem da. Zu Recht. Wenn sie diesen Kerl so unbedingt aus ihrem Leben rausschneiden will, warum hängt sie nicht einfach die Fotos ab? Das ist ein Argument. Na, dann schauen wir mal. I should let you know from the start that looking after a toddler is not an easy task. They're just beginning to crawl, they're very curious, and sometimes they can cry for no apparent reason. And my Alyssa, well, she is a very noisy child. Do you have any previous experience with children? Ja, ich habe früher die Kinder meiner Nachbarn babysittet. Nicht wirklich, aber ich lerne schnell. Ja, das sollten wir das untere wohl nicht nehmen. Yes, I used to babysit my neighbor's kids. Excellent. I know we all have to start somewhere, but it helps if you at least know the basics. I'd like to get back to work soon, you see. Just part-time for now. That's why I need someone to stay with her. I'm not going to find it easy to be apart from Alyssa, but my career has always been important to me as well. They won't wait for me forever. If I don't do this now, they'll just replace me. Wo arbeiten Sie? Es gibt einfach nicht genug Unterstützung für arbeitende Eltern. Das ist auch so, ja. Wo ist Alyssas Vater, wenn ich fragen darf? Nee, das fragen wir jetzt lieber nicht. Das könnte so ein Stich ins Bienennest sein, ne? There just isn't enough support for working parents. Tell me about it. If I don't get back to work in 2 weeks' time, they will cut my maternity pay in half. So I haven't really got a choice. It's either this or Alyssa and me will face the life in poverty. Die ist dazu gekommen, ne? Ja, ich kann super mit Kindern. Ich bin mir sicher, dass ich mit Alyssa zurechtkomme. Ja. I have a great connection with kids. I'm sure I can manage with Alyssa. Okay, I don't doubt that. How about, would you like to hold Alyssa for a minute? We should probably see if she likes you first. Yes, definitely. But I ought to wash my hands first. Your hands? My hands. I must have touched a million things on my way here. As much as I want to hold her, I just don't think it's safe, you know? Really? What have you been touching? Oh, you know, just ordinary things, this and that. You look pretty clean. I'm sure it'll be okay. Well, if you must know, I... Ich habe einen schmutzig aussehenden Hund gestreichelt. Ich habe heute schon in einem Krankenhaus freiwillige Arbeit geleistet. Ich habe vor dem Haus einen obdachlosen Mann umarmt. Ich habe möglicherweise vergessen, mir nach der Toilette die Hände zu waschen. Ja. Ich hatte gerade eine schlimme Erkältung. Ich niese noch oft. Das ist alles schlecht, ne? Ach komm, wir nehmen das mal mit dem obdachlosen Mann. I have the homeless man outside this house. Oh. If that's the case, then I would very much prefer that you wash your hands. I'll show you to the bathroom. Would you mind answering the door for me? Sure, no problem. It's probably just my friend Kate. Just let her in, please. Is that okay? The bathroom's this way. Follow me. Your turn, Mrs. A. Seriously? Do something. Anything. Ja, ja. Make sure you scrub those dirty hands really well. I need a bit of time. Nun stehe ich hier zu liegen, oder was? Ich gehe direkt mal in die Richtung. Was eine Riesenglotze. Das ist ein großer Fernseher. Ja, das haben wir gesehen. Ach nee, da sollte ich ja nicht hin. Sie sind auch nicht im Badezimmer. Klingt, als würde Mitzi ihr irgendwelche von den Geschichten über ihre Kindheit erzählen. Die Mitzi, das ist aber auch eine Tröte. Fenster. Auf dieser Seite des Gebäudes wird es früh dunkel. Hey. So. Ja, wirklich, was machen kann ich hier jetzt gerade nicht, habe ich das Gefühl. Bücherregal. Nichts Nützliches hier, nur Bücher, Bücher, Bücher und ein paar Spielsachen.
Küche, Fotos, Tür. Nee, ich habe noch Zeit. Ihre Küche sieht blitzeblank aus. Na gut. Fotos, Zeit, Jen. Auf den meisten Fotos sind Pauline und ihr Kind. Ein Kerl ist auch auf manchen drauf, aber sein Gesicht scheint aus jedem einzelnen Foto rausgeschnitten zu sein. Seltsam. Okay, dann bleibt uns nichts anderes, als die Tür zu öffnen. Hello. Moin. Hello. Are you Kate? I've been sent by the agency. My name is Rita Tickle. Tor. Now come in, please. Agency? What agency? The Happy Nanny Babysitters Agency, of course. We bring fun and professionalism into childminding at a discount price. May I come in, please? Wait, just hang on a second. I believe we have an appointment. It was confirmed by post. Didn't you get a letter? Hang on, I said. Tut mir leid, die Stelle ist schon vergeben. Falsche Adresse, hau ab, Brillenschlange. Nee, ich glaube, die kann uns so umhauen, wenn ich mir das so anguck. Erstmal so. I'm sorry. The position has already been taken. Oh, great. Are you sure? Yes, I'm sure. Thanks for your time. See ya. Wait, wait, wait. There must have been some kind of mix-up. No, there wasn't a mix-up. You're just too late. Bye. I'd better call the office and find out what happened. Nerv. Das ist auch eine maulende Myrte, wa? Kann ich da jetzt hinterher? Soll ich sie die Treppe runterschubsen oder was? Nee, ich will einfach wieder rein. So, mal gucken. Oder hätte ich sie jetzt belauschen müssen? Aber was kann ich hinten jetzt noch mal anstellen? Fotos? Ja, sonst ist hier ja nichts. Fernseher? Oder kann ich jetzt... Ah! Wieso lassen die das Kind da einfach so auf dem Dings liegen? Laptop. Untersuche. Paulines Laptop. Ich kenne mich mit Computern nicht gut genug aus. Das sollte ich mit zu überlassen. Ja, wie soll die denn da jetzt rankommen? Noch mehr Fotos. Es gibt viele Fotos von Pauline und ihren Ex. Sein Gesicht wurde aus jedem einzelnen rausgeschnitten. Schere. Hey, die brauchen wir. Perfekt. Dumme Frau, lässt ihr Baby direkt neben einer scharfen Schere liegen. Ja, irgendwie ist das, ich weiß auch nicht. Ich meine, ich bin ja kinderlos und werde es auch immer bleiben, aber das hier halt sogar ich für gefährlich, ohne Ahnung von Kindern zu haben. Warte mal, das Kind kann man gar nicht irgendwie... Nee. Nichts übersehen hier jetzt. Ja, soll ich da jetzt mal hingehen? Ich höre das Wasser laufen. Ich muss mich beeilen. Sie könnte jemand rauskommen. Ja, was soll ich denn machen? Da macht sie nichts. Huch. Da sind sie schon. So, was it my friend at the door? No, just some door-to-door salesman. Well, I hope you told them to go to hell. I honestly don't know what these people are thinking. Yeah, me neither. I'm sure it's Kate this time. I'll let her in if you'll excuse me for a minute. Scheiße. Wait. Wait. Ich glaube, ich habe vergessen, das Wasser im Bad auszustellen. Meine Hände sind immer noch nicht sauber genug. Ich sollte sie nochmal. Mir geht's auf einmal so schlecht. Ich glaube, ich habe was im Auge. Wir nehmen mal das hier. Feeling really sick all of a sudden. Oh. Do you think you're actually going to throw up? Yes, definitely. Oh, yes. Quickly go back to the bathroom. I don't mean to be rude, but this is a very expensive carpet. Will you come with me? Please, what if I faint? I'm scared. Everything's just spinning around. Can Mrs. Ashworth go with you for a change? It's okay. I'll answer the door and let your friend in, yeah? Well... Fine. I'll put Alyssa in her bed for a minute and I'll come with you. That's why you should never hug hobos. ja gut. Das hat gerade irgendwie so ein bisschen Comedy-Faktor hier, ne? It's you. Again. Hello. Is this flat number 8?
My name is Rita Tickle from the Happy Nanny Agency. May I come in, please? Sag mal, stehen wir im Wald oder was ist hier los? Ich hab's dir doch schon gesagt, du bist zu spät. Schau mal, tut mir leid, Kleine, ich kann dir nicht helfen. Ich glaube, irgendwie ist es egal. You're too late. You have? I thought I got the wrong door last time. It's the right door. I was looking for a nanny, but I'm not anymore. Do you understand what I'm saying? Yeah. You were looking for a nanny. I have 10 years experience and training in child discipline techniques and behavioural psychology. Also, I am known for good personal hygiene, strong work ethics, and I only take one break every 5 hours. Just to use the restroom. Wow, that sounds really great. But I'd like you to go away now. You don't need a nanny. Nope. I've decided to give my baby up for adoption. You're an evil person. Oh yes, we are. You'll go to hell for doing that to your baby. Yeah. I've already been to hell. They don't want me there. Ich gucke jetzt erstmal, ob die wirklich welche ist. Ach ja, wenn wir jetzt den Strom abschalten. Ah, gut, dass ich hier rübergelaufen bin. Zack, bumm, raus den Scheiß. Und rüber. Gucken, was passiert. Ach, das kann auch wohl nicht wahr sein. Damn Fuse, just keeps tripping. It's like we're living in the Stone Age here. Jesse, can we talk to you, please? Later, mate, later. I'm really, really busy right now. Okay, das geht wohl nicht. Kann ich mit der Schere hier die Kabel kappen, wenn ich die Sicherung ausmache? Schalt aus. So. Und dann jetzt hier. These scissors seem sharp enough. Ja, dann mach. Let's create some diversion. I hope this is what Mitzi had in mind. Ich finde die Idee toll. Sehr schön. Und schnell weg, ja. Oh, not that again. What happened to the lights? I'm terrified of the dark. I can't move. Oh God, can't breathe. Calm down, it's all right. Probably just that stupid meter. It must have ran out of money again. It's not even that dark. Please, you got to do something about it. I think I'm going to faint. Fine, just stay in my bedroom. There still be plenty of sunlight there at this time of the day. I'll go outside and put some money on the meter. It'll only take a minute. Gut, das hat dann ja wohl geklappt. Ach, jetzt spiele ich mit sie. Aha. Ja, dann hier, ab. Benutze. Right. Let's do it. Was that you, Mrs. Ashworth? What happened? No idea. Maybe it's a blackout, like in the old days. It's probably just the meter. Let me see. So it's not her either. Na, das war doch klar, dass sie das nicht ist. A waste of time. It's time to leave. This interview is over. Ja, dann mal weg hier, wa? Haben genug Chaos angerichtet. I don't get it. The cable's been cut. But why would anyone do that? I think we're going to go now. This whole power cut gave me a terrible headache. Is that you, Mitzi? But we haven't finished yet. Have you changed your mind about the job? No, of course not. I'm just scared of darkness. And I still feel sick, you know. Perhaps we can continue some other time. I've had it. Jetzt kommen alle. Fuse box. Was that you, Jesse? Yeah. How are you doing, Pauline? Well, we need the power back.
Can you do something? Yeah, I can easily fix that. There's an electrical store that's open till late. I'll get some stuff and I'll be back before you know it. Bear in mind it's not just the fuse box, it's the cable this time. I'll get a new cable too, don't worry. But in the meantime, go home, find some candles and chill, yeah? Thanks, Jesse. That's awfully nice of you. Well, it was great seeing you, but we're going to leave now. Hello. Who's that? My name is Rita Tickle. Rita who? What the hell is going on here? Do you know this woman, Mrs. Ashworth? I've never seen her before in all my life. Oh, das war ja richtig gut jetzt. Now she'll think we are absolutely crazy. I wouldn't worry too much. You're not exactly the most popular neighbor in the house anyway. Thanks. What? You don't actually care what those idiots think, do you? No, of course not. It's just that Pauline seems all right. I'm not too proud of causing her all this trouble. It'll get fixed soon. Look, Jesse's gone out. We can now get inside flat 7 and see what he's been up to. Oh, yeah. Okay. Yeah, that sounds good. We can also cross Pauline off the list. I've searched through her internet history, and needless to say, there's nothing exciting there. Okay. Dann kommen wir jetzt oben in Wohnung 7 auch gleich rein. Das ist ja cool. Den hatte ich ja so ein bisschen im Verdacht, aber ich glaube, das könnte dann auch einfach nur, wie sagt man, ein roter Hering gewesen sein. Weil wenn man da jetzt auch reinkommt, während er nicht da ist, könnte ich mir vorstellen, dass dann doch die letzte Wohnung, die überbleibt, Nummer 3 bei uns gegenüber bleibt, dieser Joe. Und da war ja auch dieser Brief mit den Psychiater und sowas. Vielleicht hat er ja wirklich irgendwie Probleme und macht solche Sachen. Interessant. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal direkt nach oben. Das ist doch was. Wieso sind wir eigentlich nicht oben geblieben? Was soll der Quatsch? Hoffentlich ist die eine jetzt weg, die mal sagt, hello. Gut, dann können wir hier jetzt rein. Mitzi, Mama auf hier. Wo ist sie denn? Da ist sie ja. Ach. Sei tau. Now that he's gone, we can get inside. Yes? Yes, let's do that. I'll close my eyes and you pick that lock, Mitzi. Okay, but no peeking. I'd never. You've really hurt my feelings now. Yeah. Now close them. Die macht da ja einen Film von. There. Job done. Jesus, are these... Oh. Schick. Relax, Mrs. A. They're just Halloween masks. Oh, good. That's good. Because I swear, if I see another bloody head... Ach, apropos Masken. Wir brauchen ja eine für unseren hier Geisterkleid-Plan-Gedöns. Cool. Aber wie es hier weitergeht, ihr kennt den Spruch, nächstes Mal geht's weiter. Jo, schön, dass ihr da wart. Lasst mir gerne ein Däumchen da. Haut rein und bis zum nächsten Mal, Leute. Moin.